Italien meldet den größten Coronavirus-Ausbruch in Europa. In der Lombardei und Venetien wurden 11 Gemeinden mit gut 50.000 Bewohnern abgeriegelt. 4 Todesfälle werden auf das Virus zurückgeführt. Zurzeit sind über 130 Infektionen gemeldet. Die Sperren sollen 2 Wochen lang gelten, was der normalen Inkubationszeit für die Lungenkrankheit entspricht. Auch außerhalb der Sperrzonen haben Schulen und Geschäfte geschlossen. Wir haben einfach Angst, das ist ja nicht normal. Da gehen einem schon viele Dinge durch den Kopf. Der Karneval von Venedig wird wegen der Infektionswelle vorzeitig beendet. Auch andere Großveranstaltungen sind ausgesetzt. Schutzmasken gehören inzwischen auch in Venedig zum Straßenbild. Wir tragen sie. Natürlich hoffen wir, dass sie uns irgendwie schützen. Vielleicht schützen sie uns wenigstens ein bisschen. In Großbritannien sind 4 Passagiere, die in Japan auf dem Kreuzfahrtschiff Diamond Princess waren, nach ihrer Rückkehr positiv auf das Virus getestet worden. Die 4 wurden nun in spezialisierte Infektionszentren verlegt. Insgesamt 30 Briten und 2 irische Rückkehrer müssen für 14 Tage in Nordwestengland in Quarantäne. Südkorea, das mit mehr als 600 Infektionen und 6 Toten die meisten Infektionen außerhalb Chinas gemeldet hat, wurde in höchste Alarmbereitschaft versetzt. Die Situation hat einen kritischen Punkt erreicht. Die nächsten Tage werden entscheidend sein. Wir müssen die Infizierten so schnell wie möglich aufspüren und behandeln, um die weitere Ausbreitung zu verhindern. Während China weitere 150 neue Todesfälle gemeldet hat, steigen die Zahlen im Iran sprunghaft. Mit jetzt 50 Todesopfern hat der Iran in kürzester Zeit die meisten Toten durch das Virus außerhalb Chinas.